Hallo, mein Name ist Dedu von Pop-Up Yoga und heute möchte ich dir ein Energiefeld näher bringen, das grösste Energiefeld ist, das wir im Körper tragen. Und zwar ist das das Energiefeld von unserem Herz. Um unser Herz herum ist wirklich, haben wir die grösste Energie in unserem Körper. Und das ist manchmal aber auch so ein bisschen der Bereich, den wir ganz schnell zumachen. Jetzt können wir durchs Leben durchgehen und hier zumachen. Das Leben ist aber nicht so lebenswert, wenn da alles verschlossen ist. Darum ist eigentlich unsere Aufgabe, immer wieder da können go öffnen, damit wir mit einem offenen Herz durchs Leben schreiten, mit einem offenen Herz auf unsere Mitmenschen zugehen und so wirklich auch je mehr wir können mit einer Offenheit und einer Lieblichkeit auf die Leute und auf die ganze Umwelt zugehen, desto mehr von dieser Energie wird auch wieder zurück zu uns kommen. Weil das, was wir geben, können wir auch wieder zurückgeben. Darum wirklich so ein bisschen das Energiefeld, das Herz immer wieder öffnen, das ist, würde ich sagen, etwas vom Wichtigsten oder auch etwas, wo ich selber auch in meinem Alltag immer und immer und immer wieder praktiziere. Weil eben, es verschließt sich schnell wieder. Darum, was können wir machen, damit wir in dem Sinn immer wieder uns zurück daran erinnern, an den offenen Herzraum. Was ich dir mitgeben möchte in deinen Alltag, ist, dass du vielleicht ab jetzt ganz bewusst im Tag startest. Das heisst, du könntest am Morgen einfach kurz deine Hände aufs Herz legen, vielleicht für einen kurzen Moment deine Augen schliessen und wirklich so deine ganze Aufmerksamkeit in den Herzraum hineinbringen. Dann bewusst anfangen, füllen mit lieblicher Energie, mit Wärme und einfach so, es muss nicht einmal besonders lang sein, es kann wirklich eine Minute sein, wo du einfach sozusagen all deine Energie, all deine Aufmerksamkeit in dein Herz hineinbringst und dann so in deinen Tag startest. Das Pendant dazu ist, dass du am Abend in ein Tagebuch hineinschreibst. Jetzt viele von uns, wir haben das vielleicht früher gemacht, in ein Tagebuch hineinschreiben. Es muss in dem Sinn nicht ein wahnsinnig aufwendiges Buch sein. Manchmal ist es auch einfach, sind es ein paar Seiten, wo du neben deinem Bett behaltest und wo du kannst drin hineinschreiben. Es tut manchmal einfach gut, können, weißt, was passiert ist der Tag oder einfach was dir so durch den Kopf, durch deine Gedanken geht, können zu Papier bringen, dann ist es draussen, dann haben wir das so ein bisschen, sind wir das losgeworden. Und wenn manchmal ein viel Negatives rauskommt, ist das wunderbar. Es ist aber schön, den Tag mit etwas Positivem abschliessen. Darum, vielleicht willst du zuerst ein bisschen dein Tagebuch hineinschreiben und nachher ist mein Tipp an dich, dass du dich an drei Sachen erinnerst, die dir den Tag durch passiert ist, für die, wo du dankbar bist. Also wirklich so wie ein Dankbarkeitstagebuch mit drei Sachen, wo du merkst, so, wow, das ist mir passiert und da bin ich dafür dankbar. Das aufschreiben und so wirst du merken, dass jeden Abend wirst du deinen Blick nochmal zurück auf den Tag werfen und besonders nach den positiven Sachen suchen. Und genau das, den Blick wollen wir eigentlich immer, dass wir so kultivieren, dass wir wirklich besonders die positiven Sachen wahrnehmen und uns nicht nur immer aufs Negative konzentrieren. Und diese Übung mit diesen drei Sachen, die du am Abend aufschreibst, hilft uns so den Blick eigentlich auf die positiven Sachen zu bringen und so weiterhin können mit einem offenen Herz durch den Tag durchgehen. Und immer wieder, wie gesagt, das ist, man muss immer wieder daran arbeiten, dass das offen bleibt, dass wir da auf die Menschen wirklich offen zugehen können. Aber du wirst merken, es macht einen riesen Unterschied in deinem Leben und es schenkt dir extrem viel Freude und Liebe.